Vortrag. Der nächste Vortragende ist Rainer Pfluger, Professor hier an der Uni Innsbruck, bekannt als Lüftungsmensch, aber darüber hinaus für die ganze Haustechnik und auch Bauphysik zuständig hier in Uni an der Innsbruck mit vielen Forschungsprojekten. Und er wird uns vorstellen, ein Projekt, ein Teil des Outfit-Projekts, und zwar eine Planung für einen ganzen Ort, eine ganze Stadt, St. Johann hier in Tirol, wo es darum ging, einen Fahrplan zu machen bis ins Jahr 2050 oder so, 2040, wie man sanieren kann, in welchen Schritten, in welchen Qualitäten und wie man durch Sanierung und durch Fernwärmeausbau Energiebedarf und Treibhausgasemissionen reduzieren kann. Rainer, bitte. Vielen Dank, Martin Bloss. Ja, es ist mir eine Ehre, hier an meinem eigenen Arbeitsplatz einen Vortrag auf der Passivhaustagung zu halten. Hier hat auch Wolfgang Feist seine Bauphysikvorlesung gehalten und junge Menschen für die Energiewende ausgebildet. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Menschen haben, diese Dinge umzusetzen. Und wir machen hier nicht nur Theorie, sondern auch praktische Anwendungen im Feld. Hier eben am Beispiel einer Marktgemeinde in St. Johann in Tirol. Hierfür haben wir einen sogenannten Klimaneutralitätsfahrplan aufgestellt. Österreich hat sich ja ehrgeizige Ziele gesetzt, nicht erst 2050, sondern bereits 2040 klimaneutral zu werden. Und das muss dann natürlich im Detail, im Einzelnen, in den Kommunen umgesetzt werden. Dazu hat die Forschungsförderungsgesellschaft ein Förderprojekt aufgesetzt, Leuchttürme für resiliente Städte. Und die RegioTech, das ist die örtliche Institution, die nicht nur die Marktgemeinde berät, sondern auch das Umland, hat hier dieses Förderprojekt bekommen. Wir sind gemeinsam mit der Marktgemeinde dann beauftragt, hier einen Energiefahrplan aufzustellen, um das bis 2040 umzusetzen. Die Marktgemeinde verfügt über eine umfangreiche Fernwärmeversorgung, die von Abwärme versorgt wird, von den Eggerwerken. Das ist ein holzverarbeitender Betrieb im Süden der Marktgemeinde. Und damit werden 766 Gebäude, das Krankenhaus und, darauf werden wir noch später zu sprechen kommen, auch ein Energiefresser, nämlich die Panorama-Badewelt, versorgt, aber auch die öffentlichen Gebäude, Hotels und Gewerbebetriebe. Insgesamt 92 Kilometer Netzlänge und 60 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, die hier in die Fernwärme eingespeist werden. Aber die Gemeinde wächst und es sollen auch Umlandgemeinden angeschlossen werden, aber die Wärmequelle bleibt gleich. Ja, wir haben eine gewisse Menge Abwärme und mit der muss man haushalten. Wenn es jetzt wachsen soll oder nachverdichtet werden soll, dann muss man einsparen. Ja, wir wollen nicht zusätzliche Leistungen hinzubauen, sondern mit dem zurechtkommen, was bereits vorhanden oder was möglich ist. Ja. Hier schon der erste Ausbau mit 8,5 Millionen Kilowattstunde, 100 Anschlüsse hier im St. Johann West. Die gelbe Linie zeigt die Ausbaulinie für die Fernwärme. Ja. Also wenn hier zusätzliche Leitungslängen erschlossen werden, müssen irgendwo die Leistungen sinken, also die Sanierung muss greifen. Wie setzt sich die Erzeugung zusammen? 50% Abwärme aus dem Spanplattenwerk und es gibt eine Biogasanlage in Sperten und eine Absorptionswärmepumpe. 40% kommen aus dieser durch die Temperaturanhebung. Wer das sich mal in Wikipedia anschauen möchte, das ist eine riesige Absorptionswärmepumpe, glaube ich, ein Unikum europaweit. Genau, aber, und hier in Rot gedruckt, es gibt einen Spitzenlastkessel im Kernwinter. Ja? Obwohl wir hier natürlich im Sommer riesige Überschüsse haben und Herbst, Frühjahr mehr als genug Wärme über die Fernwärme haben, gibt es noch leichte Defizite im Spitzenlastbereich. Und das ist genau die Krux. In den Dezember-Januar-Monaten sind die höchsten Heizlasten und damit die größten Probleme, auch hier im Bereich der Fernwärmeversorgung. Man versucht jetzt Anreizsysteme zu schaffen, um jetzt hier möglichst konform die Verbräuche in die Zukunft zu entwickeln. Die Fernwärmeteilnehmer bekommen also einen
Bonus von 5%, wenn Sie die Rücklauftemperatur absenken, unter 50 Grad, bekommen Sie also 5% Bonus. Oder wenn Sie sich verschwenderisch gebahnt, dann 5% Zuschlag. Also versucht man auf diesem Weg monetär ja, die Rücklauftemperaturen langfristig abzusenken. Gut wäre natürlich auch, wenn es einen Spitzenlastzuschlag gäbe. Im Moment sind die Abrechnungen Sommer wie Winter gleich. Also die Wärme kostet im Sommer genauso viel wie im Winter, was ja unsinnig ist, denn wir haben ja Überschüsse ohne Ende im Sommer und Defizite im Winter. Also so könnte man auch eben weiterhin auf die Verbräuche und deren zeitlichen Verlauf einwirken. Im Outfit-Projekt haben wir hier in einem Demo-Distrikt einige Gebäude, die ja im Enerfit-Standard saniert werden sollen. Und dann aber auch ein Abriss und Neubau im Passivhausstandard, also eine Nachverdichtung hier stattfinden soll. Und es gibt noch einige andere Gebäude, also nicht nur Wohngebäude, sondern auch Geschäftsgebäude und Industrie. Aber es ist ein kleiner Distrikt, den wir uns da angeschaut haben. Die meisten Gebäude sind von der neuen Heimat, deswegen kennen wir den Bestand auch sehr gut, haben sehr gute Datenlage da gehabt, um die Berechnungen zum Status quo durchzuführen. Hier, das sind die Gebäude, die im Outfit-Projekt als Demo-Gebäude herangezogen wurden. Ja, und dann wird in weiterer Folge saniert oder eben auch abgerissen und neu gebaut oder hinzugebaut, nachverdichtet im Passivhausstandard, sowohl Mehrfamilienhäuser als auch Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Nichtwohngebäude in diesem Distrikt. Und dazu wurde ein Szenario der Fernwärme von damals 2022 bis ins Jahr 2072 gerechnet mit dem District PH. Das Tool kennen Sie, das ist in Symphonia vom Passivhaus Institut entwickelt worden und kann mit relativ geringem Aufwand hier für die Datengewinnung des Status quo in die Zukunft rechnen mit sogenannten Kohortenmodellen, wo wir also die Baualtersklassen der Bestandsgebäude vorgeben und dann in die Zukunft rechnen, wie mit bestimmten Sanierungsraten sich die Szenerie dann weiterentwickelt. Vergleicht man hier den nationalen Mindeststandard nach OIB mit dem Enerfit-Standard, so haben wir zunächst noch ein Anwachsen in beiden Fällen hier in den nächsten Jahren, weil eben noch ein Zubau, Nachverdichtung erfolgen wird und dann ein Absinken. Und was man hier eben deutlich erkennen kann, dass eine langfristige Einsparung bis zu 50% möglich ist, wenn wir hier Richtung Enerfit-Standard gehen. Dagegen bleiben wir im OEB-Standard auf einem hohen Niveau langfristig kleben sozusagen, ja, und müssten all das mit der Fernwärme, die wir dann nicht haben, weil die begrenzt ist über den Fernwärmeerzeuger aus der Abwärme, kann man dann nicht mehr haushalten. Das sind jetzt Berechnungen in Kilowattstunden pro Jahr. Es geht aber nicht nur um den Jahresverbrauch, sondern auch um die zeitliche Verteilung. Und da habe ich schon darauf hingewiesen, dass genau die Monate Dezember, Januar, Kernwinter hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das ist die Jahresdauerlinie, einmal eben für unsere Bestandsgebäude und einmal im Enerfit-Standard, also eine deutlich ausgeglichenere Jahresdauerlinie, wenn wir im Enerfit-Standard sanieren. Das heißt, Warmwasserverbrauch haben wir ganzjährig. Das ist gut, weil die Fernwärme fällt natürlich auch im Sommer an. Da können wir sie fürs Warmwasser auf jeden Fall benutzen. Aber die Anstiege in den Wintermonaten sind deutlich geringer durch die Sanierungen. Also 2080 Grundlast, Spitzenlast im Verhältnis zu 6%, 94% im konventionellen Fall. Ja, wie sieht es jetzt mit dem Energiefahrplan aus? Diese Aufgabe oder vor dieser Aufgabe stehen ja jetzt faktisch alle Kommunen, müssen sich Gedanken machen. Die Regierung gibt Ziele vor. Das mag einfach gehen und leicht klingen, wenn ich sage, bis 2040 energieneutral, aber das ist Knochenarbeit, das umzusetzen im Detail, im Einzelnen.
Und da geht es natürlich primär mal um Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen, aber auch privaten Bereich. Und ich stelle die öffentlichen Gebäude hier voran. Die sollen auch vorangehen, zeitlich voran und auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und da liegen auch richtig heftige Brocken begraben, muss ich sagen. Also die Badewelt, also das örtliche Schwimmbad dort, ist einer der größten Einzelverbräuche. Ja, und dann eben der Ausbau der Erneuerbaren, die Erweiterung des Fernwärmenetzes und da eben auch transparent machen, in welchen Gebieten wird denn noch künftig mit Fernwärme versorgt und um welche Gebiete müssen sich die Bauherren, die Gebäudebesitzer selber kümmern, dann in Form von Fernwärme, in Form von Wärmepumpen ihre Wärmeversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben eine Masterarbeit durchgeführt, die die PV-Potenziale in St. Johann ermittelt hat, und zwar zunächst mal primär auf den Dachflächen. Es gibt in Tirol ein sehr schönes Tool. Ganz Tirol ist auf 60 Zentimeter Genauigkeit über Laservermessung 3D vermessen worden, und so konnten die PV-Potenziale auf den Dächern ermittelt werden. Kleine Potenziale sind auch Fassaden integriert oder über Balkonkraftwerke zu erreichen. Und was hier in Tirol sehr stark gefördert wird, jetzt sind auch Aufständerungen für Parkplätze, also Parkplatzüberdachung, die mit PV dann ausgestattet werden. Wir haben eine sehr gute Datenbasis bekommen über die GIS-Daten der Fernwärme. Wir scheuen jegliche Art von Datenschutzproblemen und haben gesagt, wir wollen die Einzeldaten gar nicht haben, sondern bekommen die von der Kommune sofort auf 100x100 Meter Raster agglomeriert, sodass wir keine Privacy-Probleme haben mit den Daten. Wir interessieren uns ja nur für die Gesamtergebnisse. Haben diese dann eingeteilt in Baualtersklassen, die wir vom Bauamt St. Johann bekommen haben, können die dann den Datenbank-Einträgen zuordnen, also aus Tabula, das kennen Sie, das ist EU-Projekt, ist auch in Österreich verfügbar. Und dann kennen wir die Grundflächen aller Gebäude aus dem GIS und die Stockwerkszahlen, sodass wir da eine sehr oder relativ genaue Status Quo-Erhebung des Bestandes durchführen können. Mit dieser Masterarbeit über die PV-Flächenerhebung haben wir nicht nur die Potenziale erheben können, also noch freie Flächen, sondern auch die vorhandenen aus den Förderstatistik ablesbaren PV-Flächen, die schon verbaut wurden. Das sieht dann so aus, dass wir also über das PV-Tool, ich glaube, Sie können hier die Farbflächen links oben erkennen, das sind immer die Dachflächen, die sind eingefärbt in grün, gelb, rot, dunkelrot, je nach Ertragsklasse 1 bis 4. Grün wäre der schlechteste Ertrag, Klasse 4 wäre der höchste Ertrag. Natürlich die nach Süden geneigten Flächen haben die höchsten Erträge. Und wir haben mal die Klasse 1 geskippt, weil wir sagen, da haben wir nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit. Das lohnt sich nicht, dort zu installieren. Und nur die Klasse 2, 3 und 4 ausgewiesen. Das sind dann die besten Potenziale, die auf der Karte rechts oben dargestellt sind. Dann können wir das monatsweise berechnen, welche PV-Erträge hier möglich wären, wenn all diese Potenziale ausgeschöpft würden. Und hier sehen wir die Potenziale aller PV-Anlagen in Megawattstunden pro Monat. Das sind also hier die Monatsbalken. Ja, und das ist Ihnen allen bekannt, dass wir natürlich hohe Erträge in den Sommermonaten haben und relativ geringe Anteile in den Wintermonaten. St. Johann, kennen Sie vielleicht vom Skifahren, hat extrem niedrige Temperaturen im Winter, ist ein Schneeloch, kann man sagen, ja, gut zum Skifahren, aber ja, die Solarerträge sind da auch gerade in den Randbereichen, Außenbezirken, dann in den Wintermonaten begrenzt. Ja. Umso deutlicher oder wichtiger wird, genau in diesen Wintermonaten, auf geringe Lasten runterzukommen. Ja. Also Dezember, Januar sind ganz, ganz wichtige Monate. Ergebnis ist, dass wir fast 3000 nutzbare Dachflächen haben, immense Potenziale, die dann über PV-Flächen nutzbar sind, fast 60.000 Megawattstunden pro Jahr, und maximal installierbar wären 68 Megawatt Peak. Bislang sind erst 2 Megawatt Peak
installiert. Also wenn Sie mit einem Flugzeug über Österreich und Deutschland fliegen, dann sehen Sie sofort, wo die Grenze ist. In Deutschland plötzlich alles voll mit PV, in Österreich ist es noch lange nicht so weit. Aber das Foto, das Sie hier sehen, ist auf der Panorama-Badewelt. Dort wurde bereits Photovoltaik installiert, aber auch Solarthermie für die Warmwasserbereitung. Also wir haben hier ein immenses Zubaupotenzial von 66 Megawatt Peak, was hier nachgeführt werden kann. Genau, und jetzt haben wir für die gesamte Marktgemeinde mit dem District PH die Vorausberechnungen gemacht und geschaut, reicht es jetzt aus, um diese Klimaneutralität zu erreichen? Also die Bestandsgebäude wurden erfasst, die Gebäudetypologien zugeordnet und dann die Erstellung der Energiebilanzen für die einzelnen Quartiere aufgestellt. Und das Schöne bei dem District PH ist, Sie können Wochen und Monate damit verbringen. Wir haben das für Innsbruck gemacht. Es ist super, super mühsam, das alles hochgenau zu machen. Wenn Sie jedes Einzelgebäude individuell erfassen wollten, ist das eine Mammutaufgabe und Sie können damit viel Zeit vernichten, sage ich mal. Es geht ja eigentlich darum, gute Dinge zu tun in Zukunft und nicht die Zeit mit Erhebungen zu verbringen. Und das Schöne beim District PH ist, dass man mit relativ geringem Aufwand schon zu sehr aussagekräftigen Status Quo-Daten kommt. Ja, und daraus haben wir dann den Heizwärmebedarf im Bestand möglichst realistisch abgeschätzt und dann Untersuchungen zum Sanierungs- und Entwicklungsszenarien daraus abgeleitet. Und dann natürlich auch die erneuerbaren Energien eingepflegt, basierend auf diesen PV-Potenzialen, die wir da errechnet haben. Wir sehen also hier den Verlauf, wenn hier nach OEB gearbeitet würde oder eben hier im NFIT-Standard gearbeitet wird und dann mit der gestrichelten Linie dann auch noch die Photovoltaikpotenziale, die wir erhoben haben, eingearbeitet werden. Das sieht jetzt hier sehr optimistisch aus, damit würden wir das tatsächlich schaffen, bis 2040 zu kommen. Das sind aber jetzt Jahresbilanzen. Also wir haben heute schon gehört, wir haben ein Winterloch sozusagen, uns fehlt Energie, die wir zwar im Sommer zur Verfügung haben, aber wir müssen im Extremfall, wie der Benjamin Krieg gezeigt hat, speichern, um die Energie in den Winter zu bringen. Pi mal Daumen, dann fast den Faktor 2 müssten wir mehr Photovoltaik erzeugen. Also so optimistisch, wie das Bild hier darstellt, ist es gar nicht, denn dieser Mismatch zwischen Sommer und Winter ist natürlich da. Die Marktgemeinde geht, wie gesagt, mit gutem Beispiel voran, nicht nur in Bezug auf Photovoltaik, sondern auch mit ihren eigenen Gebäuden hier die zu verbessern. Sie haben sehr früh schon ein Monitoring, ein kommunales Monitoring aufgebaut. Sie messen ihre Verbräuche, Strom, Wärme und Wasser. Aber auch die Erzeugung, Sie haben natürlich Photovoltaik, aber auch eigene Marktgemeinde hat auch Wasserkraftanlagen. Also 79% wird dann aus Wasserkraft erzeugt. Und Ziel ist es, für die Kommune, für die Menschen in dieser Region transparent zu machen, dann aber auch auf das Nutzerverhalten einzuwirken. Und was schon sehr viel bewirkt hat, ist Störungen oder Fehlverhalten von kommunalen Gebäuden zu erkennen. Wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, dann sieht man das sofort. Sie finden alle diese Daten online, zeitgerecht sofort auf der Homepage. Das heißt, wenn da was aus dem Ruder läuft, sieht jede Frau und jeder Einwohner in St. Johann, dass da irgendwas schief läuft. Und eines von diesen Diagrammen möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist ein Screenshot vom Dashboard vom Energiemonitoring. Die Schrift können Sie jetzt wahrscheinlich hinten nicht lesen, aber Sie können diesen großen Kuchenausschnitt sehen, der den Verbrauch der Panorama-Badewelt mit 53% als größten kommunalen Einzelverbrauch ausweist. Ja. Das ist wohl mit auch ein Grund, warum jetzt viele Bäder schließen. Das muss natürlich hier die Kommune, der Steuerzahler oder die Eintrittsgelder erreichen. Das ist ein teurer Spaß, aber nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Hier liegen ja massive Verbräuche vor. Und deswegen haben wir uns diesen Bereich auch gleich als ersten
Bereich für die kommunale Energieeffizienzmaßnahme auserkoren, weil man da die Low-Hanging Fruits natürlich als erstes ernten kann. Aber auch andere Gebäude sollen folgen, also Schulgebäude und andere kommunalen Gebäude sollen saniert werden. Ja, die Badewelt wird mit der Fernwärme versorgt. Das sind 3 Kilometer Leitungsweg von den Eggerwerken bis dorthin. Aber immerhin ist es Abwärme. Dennoch darf man auch mit dieser Wärme nicht aasen, sage ich mal, sondern muss sie gezielt einsetzen. Deswegen höchste Energieeffizienz der Gebäudehülle, die ist inzwischen mit 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung ausgestattet. Und was jetzt nachgerüstet werden soll, eben eine hocheffiziente Wärmerückgewinnung. Photovoltaik ist schon auf dem Dach, Solarthermie ebenfalls. Und ich habe dann eine detaillierte Energiebilanz für das Hallenbad aufgestellt. Ich habe ja bei meiner Arbeit am Passivhaus-Institut als letzte Dinge, die ich dort noch gearbeitet habe, die Energieeinsparung beim Schwimmbad erforscht. Von daher kannte ich mich da noch ganz gut aus und das haben wir hier schon angewendet. Hier in der Panorama-Badewelt sind natürlich auch die Verdampfungsenthalpieverluste die höchsten, die man zu reduzieren hat, wo man am meisten reinholen kann. Und so ist es hier auch natürlich, wenn noch keine Beckenwasserabdeckung vorhanden, sollte man das auf jeden Fall tun. Hier im Außenbecken ist es schon der Fall. Innen muss es nicht unbedingt sein. Man kann mit Anhebung der Hallenluftfeuchte hier auch erreichen, sehr viel erreichen. Und ganz wichtig dann eben hocheffiziente Wärmerückgewinnung mit feuchter Enthalpienutzung nachrüsten. Wir werden das voraussichtlich hier mit einem Kreislaufverbundsystem durchführen, die dann auch chlorbeständige, robuste Wärmeübertrager haben. Dann kann auch viel mit der Filterrückspülwasser erreicht werden und Abwasserwärmerückgewinnung, nicht nur im Hallenbadbereich, sondern auch für die Duschen. Duschwasserwärmerückgewinnung bringt hier auch nochmal ca. 22.000 Euro im Jahr, Einsparung 200 Megawattstunden bzw. 40.000 für die Einsparungen in der Schwimmhalle. Die Marktgemeinde hat bereits Hocheffizienzpumpen eingebaut, dafür gab es Fördergelder, 40% Stromeinsparung allein über diese Filterpumpen, die wirklich sonst wahre Stromfresser sind. Da kann man auch schon sehr viel Elektrostrom einsparen. Fazit also, Klimaneutralität ist ohne massive Effizienzverbesserungen nicht möglich, auch in dieser guten Ausgangslage, wo wir massive Abwärmenutzung über die Fernwärme dieses holzverarbeitenden Betriebes haben. Es ist wichtig, sich so einen Energiefahrplan aufzustellen, weil Ziele kann man viele haben, aber die erreicht man ja nicht von heute auf morgen. Wir müssen jetzt Jahr für Jahr schauen, ob wir die Ziele einhalten, ob wir noch in dem Korridor sind oder man muss nachsteuern, um diese Ziele dann Jahr für Jahr noch zu erreichen. Alle Stromeffizienzpotenziale auszuschöpfen. Die Marktgemeinde geht da mit gutem Beispiel voran, aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner sollen da entsprechend nachziehen und natürlich auch die PV-Potenziale ausnutzen. Da ist in Österreich ganz, ganz viel Nachholpotenzial vorhanden. Ja, und wenn Sie da mehr darüber lesen wollen, gerne hier über den QR-Code und natürlich auch zu unserem Outfit-Projekt, wo wir hier auf der Tagung ja ganz viele Workshops und Vorträge auch haben. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken und hoffe, dass viele Kommunen hier dem Beispiel folgen und den Weg der Energiewende beschreiten. Herzlichen Dank.